Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hallo, ich bin der War Chief. Gesundheit? Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir aus dem Fenster schauen und den Zustand der realen Welt begutachten, wird sich wahrscheinlich niemand mehr wundern, dass wir unsere Zeit lieber in einer fiktiven Welt verbringen. Akte X hat damals schon gesagt, die Wahrheit ist irgendwo da draußen, aber vielleicht haben wir einfach gerade mal keinen Bock danach zu suchen und gehen lieber in eine Welt, wo definitiv alles fake ist. Dabei gibt's natürlich die Möglichkeit, sich für 200 Stunden in einem MMORPG zu verlieren, wie beispielsweise dem Meisterwerk World of Warcraft, in das etliche Millionen Menschen, etliche kollektiv Milliarden Spielstunden investiert haben. So definitiv auch Stuart Brennan, der sich für seinen 2024er Fantasy-Film Warchief Angriff der Orks definitiv auf der einen Seite von World of Warcraft und definitiv auf der anderen Seite von Herr der Ringe inspirieren hat lassen, trotzdem aber den Charakter ein bisschen seinen eigenen Twist gegeben hat und mit Warchief ein durchaus ambitioniertes Filmprojekt geschaffen hat. Vielleicht starten wir mal ganz kurz mit Stuart Brennan, der, muss ich mal sagen, eine relativ witzige Wikipedia-Seite in dem Fall aufweist, weil die Wikipedia-Seite gleich mit einem roten Rufzeichen beginnt, wo es heißt, ein großer Teil von dem Inhalt dieser Seite liest sich wie eine Werbung. Außerdem dürfte einer der Hauptcontributors zu der Seite jemand sein mit einer close connection zu dem Thema. Ergo hat Mr. Brennan vielleicht einen Teil seiner Seite selbst geschrieben, aber das ist täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass er tatsächlich einige interessante Dinge gemacht hat. Er hat beispielsweise schon einmal an der Seite von Peter Cushing gespielt, beziehungsweise hat er im einen Film namens Risen gedreht, für den er sogar den walisischen Filmpreis BAFTA Simru gewonnen hat als bester Schauspieler, hat tatsächlich für sein Training in diesem Film auch eine WBC, also World Boxing Championship, Honorary Black Belt bekommen, dafür, dass er nämlich 5 Jahre lang für diese Rolle trainiert hat. Ansonsten hat er schon fürs Theater, fürs Fernsehen, aber eben auch für den Film geschrieben, so eben mittlerweile vor allem für ein paar Filme, die man auch ein bisschen aus dem Mockbuster-Genre herauskommen sieht. Ja, er drehte 2016 Plan Z, beziehungsweise 2024 Assassin's Guild, offensichtlich ohne zu wissen, dass World War Z und Assassin's Creed mittlerweile schon ein bisschen auf den Buckel haben. Da ist Warchief Angriff der Orks vielleicht ein bisschen näher am Warcraft-Film, wobei, na, eigentlich nicht. Wobei tatsächlich dieses Universum, das laut Stuart Brennan auf bis zu 5 Filme ausgewertet werden kann, durchaus auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat. Denn das, was bei diesem Film ganz besonders interessant ist, ist, dass sowohl die menschlichen Protagonisten als auch die orkischen Antagonisten mehr oder weniger gleich ernst zu nehmen sind. Auf der einen Seite wird den Orks eine Sprache in den Mund gelegt, die tatsächlich exklusiv für diesen Film überhaupt erstellt und kreiert wurde, was natürlich mit dem ganzen phonetischen Lauten relativ komplex war, um auf der einen Seite die bedrohliche Statur der Orks aufrechtzuerhalten, sie aber im Gegensatz zu eben beispielsweise den Orks aus dem Herr der Ringe-Franchise nicht einfach nur zu stupiden Massenmordmaschinen zu machen, sondern ihnen etwas mehr Charakterzeichen zu geben. Auf der anderen Seite können eben Menschen und Orks teilweise auch miteinander kommunizieren und grundsätzlich ist dieses Konzept durchaus interessant. Warchief kränkelt es nur ein bisschen daran, dass das Drehbuch relativ ist und sich quasi anfühlt, als wäre es der Aufbau von einem 5-teiligen Filmfranchise. So ähnlich, als könnte man sich Peter Jacksons Herr der Ringe Die Gefährten anschauen, ohne zu wissen, ob die anderen Teile jemals produziert werden. So hat der Film nämlich beispielsweise etliche Rückblenden, so in Schwarz-Weiß-Optik zu einem Training, beziehungsweise in, sagen wir mal, britischer Television zu einer Mutter, die sich gerne über Dinge beschwert mit Weichzeichner, Unscharfeffekten, überzeichneten Farben und so weiter. Und das sind gerade die Momente, wo der Film einfach nur ins Blabla verfällt und trotz seiner nur 90 Minuten Laufzeit dann tatsächlich sehr, sehr den Polster rufen lässt. Zwischendurch hat der Film allerdings auch großartige Optik, hervorragende Kameraeinstellungen und macht
sicherlich einen guten Eindruck. Das könnte unter Umständen auch daran liegen, dass der Film von keinem Geringeren als Douglas Milsom gefilmt wurde, der beispielsweise für Stanley Kubricks Full Metal Jacket die Kamera geführt hat, später dann für Robin Hood, König der Diebe, Body of Evidence, für Breakdown mit Kurt Russell, der übrigens endlich irgendwann mal ungeschnitten und auf Blu-ray erscheinen könnte, ironischerweise 2000 tatsächlich direkt für die Dungeons and Dragons Videospielverfilmung, nein, nicht die gute. Das Ritual, Wes Craven präsentiert Dracula 2 und 3. Dann, aus welchem Grund auch immer, eine Trilogie von schönen Jean-Claude Van Damme-Filmen, Hard Cops Until Death und The Shepherd. Ach ja, und Second in Command. Auch noch dazu eine vierteilige Trilogie. Also, und jetzt dann später eben noch günstigere Filme. Bei Assassin's Guild ist er dann ebenfalls mit von der Partie. Dabei ist in der Geschichte, auch in der Hauptrolle übrigens ebenfalls Stuart Brennan zu sehen, der eben als Drehbuchautor, als Regisseur und als Hauptdarsteller auch in diesem Film wieder fungiert. Dabei spielt eine weitere Hauptrolle Rosanna Miles, die man wahrscheinlich hierzulande noch nie gesehen hat. Sie hat auch in der IMDb nur 12 Credits, ist allerdings zu hören in diversen Doctor Who Podcasts, sowie The Monthly Adventures oder The Fourth Doctor Adventures. Dann sehen wir Suzanne Packer, die wir wahrscheinlich hierzulande auch wenig gesehen haben, die aber interessanterweise bei ein paar langlaufenden Telenovelas mit dabei war. So zum Beispiel in 488 Folgen der insgesamt 1300 Folgen der Serie Casualty, die im Jahr 1986 gestartet ist und bis heute läuft, beziehungsweise dann auch in knapp 100 Folgen von der bislang auf von der 2900 Folgen umfassenden Serie Brookside, die zwischen 1982 und 2003 gedreht wurde. Ruth Clarkson spielt eine Hauptrolle in dem Film. Die ist interessant, weil sie in 140 Produktionen aktuell zu sehen war, wobei man meistens nicht blinzeln darf in den Szenen, wo sie auftaucht, weil sie eher die Statistenrollen hat, so wie eine Gefängnisinsassin in Ant-Man and the Wasp Quantumania, ein Trauergast in The Batman, beziehungsweise auch schon ganz am Anfang ihrer Karriere, Leute, die bei Konferenzen sind, im Publikum sitzen, Krankenschwester sind, im Dorf spazieren gehen, aber trotzdem in Dingen wie Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Wonder Woman, Transformers 5, Killers Bodyguard, Die dunkelste Stunde, Kingsman, The Golden Circle, Justice League, Mord im Orient Express, Red Sparrow, Mission Impossible, Fallout und so weiter und so fort. Da kommt einiges zusammen. Dazu sehen wir Holly Barnard, die interessanterweise erst das zweite Mal wirklich einen credited Auftritt in einem Film hat, die aber als Stunt-Double 2021 zum Beispiel auch bei Cruella mit dabei war. Tony Cook, ebenfalls jemand, der in kleineren Rollen auftaucht, sein erster Auftritt als Zombie in Shaun of the Dead 2004. Er war in The Football Factory, in V for Vendetta, in Tödliche Versprechen, Eastern Promises mit dabei, in Kingsman, The Golden Circle als Koch, als Gefängnisinsasse, in Rise of the Foot Soldier 3, die Pat Tate Story, der Teil der Reihe, der auch gerne mal ungekürzt erscheinen dürfte. Beziehungsweise war er als Scanner Operator in Dune Part 2 vor der Kamera. Wir sehen Stephen Elliott, der beispielsweise als Ted Neary in Hidden, Die Angst holt dich ein, mit dabei war, oder ein paar Stimmen für das Videospiel Bloodborne beigesteuert hat. Sarah Louise Madison hat beispielsweise auch als Weeping Angel bzw. Time Zombie in mehreren Folgen der Neuauflage, also mittlerweile der mittleren Auflage, es ist kompliziert, von Doctor Who mitgewirkt. Wir sehen Andrea Vasiliu, die auch zum Beispiel als Amazonian Warrior in Wonder Woman oder auch Zack Snyder's Justice League mit dabei war, die aber auch die Stimme der Persephone in Assassin's Creed Odyssey war. Was man bei Warchief ganz besonders deutlich merkt, finde ich, sind diese Ambitionen, wenn man eben neben der großartigen Kameraführung und der durchaus interessanten farblichen Ausgestaltung des Films, wenn man eben mal die extrem stilisierten Sequenzen weglässt, die Props und Kostüme. Die sind zwar, wie man es vor allem bei Nahaufnahmen relativ gut deutlich sehen kann, teilweise aus Schaumstoff, teilweise aus dünnem Holz, so ähnlich, wie man das bei Cosplay-Conventions erwarten würde, aber vor allem die Masken von den Orks mit den unten vorstehenden Reißzähnen sind definitiv ambitionierter und besser, als man es von vergleichbaren Projekten erwarten kann. Ja, manchmal wirkt der Szenenaufbau des Films teilweise sogar bis hin zu Amateur
amateurhaft, insbesondere wenn der Film eben von seiner schönen farblichen Ausgestaltung in den Jetzt-Sequenzen in die Rückblenden geht, insbesondere beim Kampftraining und da mit dieser entsättigten Schwarz-Weiß-Optik daherkommt, die dann eben dem Film fast ein bisschen eben wirklich einen amateurhaften Anstrich gibt, was ein bisschen schade ist. War Chief ist ein Film, der leider international überwiegend verrissen wird, was, finde ich, nicht ganz fair ist. Ja, der Film hat definitiv vor allem aufgrund des Drehbuchs mit massiven Schwächen zu kämpfen, hat allerdings, finde ich, auch dennoch einige interessante Aspekte, weswegen man, wenn man tatsächlich ein Fable für Low-Budget, ich sage jetzt einmal Fanfilme hat, dann kann man dem Film definitiv eine Chance geben. Und das kann man im deutschsprachigen Raum interessanterweise bereits seit dem 22. März 2024. Da hat Lighthouse Home Entertainment den Film nämlich in Standard-Editionen auf DVD und Blu-ray in Keepcase veröffentlicht. Ein Mediabook-Release mit der 4K UHD des Films musste verschoben werden und kann jetzt erst am 13. September 2024 nachgereicht werden. Ein ganz interessanter Aspekt übrigens von den Dreharbeiten des Films ist noch, dass natürlich mit dem geringen Budget gearbeitet werden musste, weswegen es auch schwierig oft sein musste, mit zweiten Takes und Verzögerungen auszukommen, vor allem, weil die Dreharbeiten sowieso aufgrund von Unwettern von 15 auf 12 Tage reduziert werden mussten. Aber eines ist mir beim Anschauen des Films ganz besonders aufgefallen. Am Ende des Films spricht der War Chief, Gesundheit, der Chef Org, hält eine große Ansprache und das Einzige, was ich sehen konnte, war quasi der wahre Widersacher des Films, nämlich ein gelb-schwarz gestreiftes Ungetüm. Eine Wespe, die gesamte Zeit, während sein Gesicht in Nahaufnahme zu sehen war, um seinen Kopf herumfliegt, sich tatsächlich auf seine Maske setzt. Ich will gar nicht wissen, wo sie das gedreht haben, dass sie nicht einmal bei Filmdreharbeiten im Wald Ruhe hatten vor diesen stechenden Ungetümen. Da sind die Orks sicherlich etwas enttäuscht, dass sie nicht in der heutigen Zeit von Stuart Brennan's Cinematic Universe, ja, das geht zwar, der Film spielt übrigens im selben Universum wie Plan Z oder Necromancer, nur halt 100.000 Jahre zuvor, nämlich, dass sie mit ihren Steinzeitwaffen auskommen können. Ansonsten hätte ich natürlich die ultimative Waffe für die Orks, nämlich den Vespinator 4000. Einmal drücken, einmal durchziehen und es macht... Und die Wespe ist weg. Schade, dass es das nicht gegeben hat. Tatsächlich übrigens schade, dass es das nicht gegeben hat. Nicht nur, dass die Orks das nicht kannten, sondern auch, dass Stuart Brennan das nicht kannte. Denn, wahre Geschichte, die er im Interview zu diesem Film gesehen hat, die Wespenplage dürfte am Set von diesem Film dermaßen enorm gewesen sein und sie dürften sich tatsächlich von der Zusammensetzung des Kunstbluts angezogen gefühlt haben, dass er... während er mit dem Kameramann essen war, tatsächlich zweimal von einer Wespe in die Brust gestochen wurde, die ihm während dem Essen unter seine Rüstung geflogen ist, was deswegen blöd ist, weil Stuart Brennan allergisch ist gegen Wespenstiche. Zeit ins Krankenhaus zu fahren war nicht, deswegen hat er sich quasi telefonisch von seinem Vater, der Arzt ist, beraten lassen, hat dann den Nachmittag sich ausgeruht, konnte aber trotzdem die Dreharbeiten nicht schleifen lassen, sondern hat noch in... seinem quasi allergischen Dusel eine Shotlist zusammengebastelt, die dann jemand anderer für ihn übernommen und umgesetzt hat, glücklicherweise auch zu seiner Zufriedenheit. Das ist wirklich ein gefährlicher Nebeneffekt von diesen Unviechern, die ich hasse wie die Pest. Aber vor allem, wer sich den Film anschaut, es hat tatsächlich etwas zusätzlichen Unterhaltungswert bereitgestellt bei dieser Sequenz, sich ein bisschen von dieser herumschwirrenden Wespe ablenken zu lassen. Wer das möchte, wie gesagt, kann das eigentlich in Standard Definition und High Definition bereits seit Ende März. Aber wer auf die ultra hochauflösende 4K UHD warten wollte, der wird jetzt endlich bedient. Seit dem 13. September 2024 ist die 4K UHD als limitiertes Mediabook erhältlich. Mir wurde von Lighthouse Home Entertainment für dieses Video dankenswerterweise ein Exemplar des 4K Mediabooks zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf das 4K Mediabook von War Chief Gesundheit zu werfen.
Das Mediabook des Films Warchief bietet ein komplett anderes Cover-Artwork als die Standard-Editionen im Keepcase, wobei keines dieser beiden Motive exklusiv für den deutschen Markt erstellt wurde, sondern beide auf Original-Poster-Artworks zurückzuführen sind. Dabei ist das Keepcase-Cover eines, das mehr nach einem Videospiel bzw. einem klassischen Mockbuster kommen könnte, wohingegen meiner Meinung nach das hier jetzt für das Mediabook verwendete Motiv wesentlich seriöser und mehr nach großem Kinoplakat wirkt. Dabei handelt es sich zwar natürlich ebenfalls um eine Photoshop-Collage, allerdings nicht um eine eben derart helle und grelle klassische Photoshop-Collage, wie es eben bei Independent-Filmen gerne üblich ist, sondern mehr um eine reduziertere Version mit reduzierterer Farbpalette und weniger Bildelementen, was allerdings den Fokus der Zuschauer wesentlich mehr noch auf die eigentlich beeindruckende Statur des Warchiefs lenkt. Vor allem, weil Lighthouse Home Entertainment das Cover-Artwork finde ich absolut großartig mit diesem partiellen Spotlack unterstützt, der natürlich in diesem Fall den Warchief persönlich bzw. dessen Namensplakette im unteren Drittel unterstützt und damit ein bisschen hervorhebt. Dabei ist das Cover mit Ausnahme eben des Logos bzw. eben der Disc-Formate komplett textbefreit, etwaige Taglines oder Namen der Beteiligten wurden hier weggelassen, was natürlich eben den Fokus auch sehr schön auf das Motiv lenkt. Wir sehen den Wald im Hintergrund, wir sehen eben brennende Gebäude bzw. Waldstücke und dann eben auch die aufgehende und durch die Wolkendecke durchbrechende Sonne, die finde ich hier ein sehr schönes Gegenlicht erzeugt. Das allerdings finde ich eben hier im oberen Drittel mit seinem leichten Michael Bayesken Lens-Flare-Effekt auch sehr schön diesen Warchief von hinten durchleuchtet, beziehungsweise beleuchtet. Wir haben eine schöne Durchzeichnung auf dem Motiv, ein perfekt punktscharf gemachtes Motiv und eines, das eben wirklich sehr sauber und sehr genau mit diesem Spotlack veredelt wurde, was mir persönlich wirklich wahnsinnig gut gefällt. Wir können dann einmal über den Spine blicken, wo natürlich neben einer Miniaturversion vom Cover Artwork auch noch einmal der Titelschriftzug zu lesen ist und wechseln auf das Backcover. Da bekommen wir auf der einen Seite die Inhaltsangabe des Films, natürlich weitere Bilder, sowohl von den menschlichen als auch von den orkischen Darstellern und die Inhaltsangabe, Casting-Crew-Angaben, die technischen Details, Bonusmaterial wird bei diesem Film keiner geboten. Dafür gibt es bei diesem wieder von Nameless hergestellten Mediabook einen Hologrammsticker mit der individuellen Limitierungsnummer von den insgesamt 600 Stück, die es von diesem Mediabook gibt. Wir können jetzt dann einmal ins Innere blicken. Da begrüßt uns natürlich bereits der Warchief auf dem Booklet Frontcover, wo man, finde ich, schon einmal natürlich bei ganz naher Betrachtung erkennen kann, dass es sich um eine Low-Budget-Maske handelt, die aber, finde ich, trotzdem, wie bereits erwähnt, weitaus ambitionierter und besser und professioneller rüberkommt, als sie das bei den meisten vergleichbaren anderen Produktionen tut. Auf der linken Seite, auf der Blu-ray, beziehungsweise dann auf der rechten Seite, auf der 4K UHD, ist jeweils dasselbe Motiv eben von dem Warchief beziehungsweise eben auch von dem Autor und Regisseur Stuart Brennan aufgedruckt. Dazu bekommen wir da ebenfalls noch ein Bild von ihm auf der Rückseite vom Booklet, wobei interessanterweise dieses Innendesign des Mediabooks auch ein bisschen farblich verfremdet wurde und ein bisschen mehr an so Leinwandoptik erinnert, auf die diese Bilder hier mit etwas reduzierter grünlicher Farbgebung aufgedruckt wurden. Das Booklet ist in diesem Fall eingeklebt in das Mediabook, das grundsätzlich hochwertig verarbeitet wurde, mit einer schönen Falz, aber trotzdem etwas dünner erscheint als die alten Mediabooks von Nameless bzw. Eben auch Lighthouse, die früher eben da denselben Rolling verwendet haben. Wir können jetzt allerdings einmal durch das Booklet blättern, das in dem Fall auch wieder von Wolfgang Brunner geschrieben wurde, der aber meiner Meinung nach hier einen sehr interessanten Text beigesteuert hat. Auf der einen Seite geht es natürlich allgemein um die Welt der Orks, respektive natürlich eben auch über die Sprache, die den Orks in diesem Fall in die Münder gelegt wird. Es geht um die Backstory von Regisseur Stuart Brennan, es geht um die Filmmusik, aber was das Mediabook dann, finde ich, absolut hervorragend abrundet, das ist eben ein exklusives Interview mit Stuart Brennan, der eben hier eine Menge interessanter Details über die Produktion des Films erzählt. Dabei finde ich auch interessant, dass das komplette Booklet
in diesem selben Leinwandstil gehalten ist, wie eben auch das andere Interieur von dem Mediabook, was finde ich sehr schön homogen wirkt. Was ich hier aber ganz besonders genial finde, ist eben diese alte vergilbtes Papierästhetik von eben dem Hintergrund, auf der der Text trotzdem absolut perfekt lesbar dargestellt ist. Generell die gesamte Aufbereitung und Gestaltung von diesem Booklet passt absolut perfekt zu diesem Film, zu eben anderer Memorabilia, die man vielleicht eben aus dem World of Warcraft-Universum auch noch kennen könnte, sodass man hier sagen muss, das ist von der Auswahl der Motive, aber auch von der Gestaltung und auch vom Inhalt mit dem Text von Wolfgang Brunner ein wirklich großartig produziertes Mediabook. Aber das bringt mich zu einer wahrscheinlich bei einem 4K UHD Blu-ray-Check ganz besonders wichtigen Punkt. Inwiefern ist auch der 4K-Transfer von dem Film optisch ansprechend aufbereitet? Dazu habe ich meine eigene Kämpferarmee, nicht aus Wespen, keine Sorge, ich hasse die Viecher, sondern aus langzahnigen Orks. Screenshots zusammengestellt, mit denen wir uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen wollen. Wie üblich möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow zwar allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern ins Video einfügen, dieses dann rendern auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Warchief um eine Low-Budget-Produktion, die laut IMDb mit einem Budget von nur 1 Million Pfund entstanden ist. Trotzdem haben wir auf der einen Seite mit Douglas Milsom einen großartigen Kameramann gehabt. Wir haben aber laut einem Foto im Booklet des Mediabooks auch einen Aufzeichnungsapparat von Arri im Einsatz gehabt, der gerne auch für größere Produktionen verwendet wird, was man, finde ich, an der Optik des Films auch merkt. Leider gibt es in der IMDb keine konkreten technischen Details zu der Aufzeichnung und Bearbeitung des Films, weswegen nicht gesagt werden kann, in welcher Auflösung und in welchem Codec der Film tatsächlich erstellt wurde, beziehungsweise ob dieser dann über ein 2K oder 4K Digital Intermediate endbearbeitet wurde. Ich kann in diesem Fall nur eine Vermutung aufgrund meiner eigenen optischen Einschätzung abliefern, dass es sich bei diesem Film sehr wohl um natives 4K handelt. Das ist natürlich ganz eindeutig daran zu erkennen, dass Lighthouse den eigenen Label-Vorspann und das eigene Label-Logo in den Filmstream vorangestellt hat und dabei ganz eindeutig ein nativer 4K-Render zu erkennen ist, was übrigens bei den 4K-UHDs von Lighthouse deswegen interessant ist, weil im Vorfeld vom Menü bereits einmal dieses Logo auftaucht, da allerdings ganz offensichtlich als 2K-Upscale und lediglich vor dem Film ist dann dasselbe Label-Logo in wesentlich besserer Qualität zu sehen. Anyways, auch bei den Texteinblendungen ist das relativ deutlich. Beim Film an sich ist es teilweise etwas schwieriger, denn der Film wurde natürlich eben teilweise auch mit Handkamera-Optik gedreht, hat eben, wie bereits erwähnt, diese verschiedenen Teile mit dem auf der einen Seite stark verfremdeten Trainingssequenzen in Schwarz-Weiß-Ästhetik, mit den stark überstrahlenden, weichen, überzogenen Muttersequenzen, beziehungsweise dann dem dritten großen Teil von eigentlich überwiegend Leute gehen durch den Wald-Ästhetik. Dabei ist aber interessant, dass wenn man die Standard-Blu-Ray mit der 4K-UHD vergleicht, man im Fall von wirklich deutliche Unterschiede wahrnimmt. Bei der Standard Blu-Ray ist natürlich in den feineren Strukturen immer wieder die Kompression aktiv und das, obwohl Lighthouse hier bei dem 94 Minuten langen Film 17,4 GB für den Filmstream zur Verfügung gestellt hat, was, sagen wir mal, eh mehr so im Durchschnitt ist für diesen Film. Hingegen hat die UHD fast das Dreifache an Bildinformationen, nämlich 51,1 GB und da merkt man natürlich auf der einen Seite schon mal, dass die Kompression weitaus sauberer ist. Die UHD ist in einigen Sequenzen deutlich dunkler ausgefallen, was ich glaube beim Beginn vom dritten Kapitel, wo wir Stuart Brennan im Wald stehen sehen, ganz besonders deutlich auffällt. Dabei ist das Bild allerdings nicht dunkel und im Black Crush untergehend, sondern bekommt tatsächlich mehr Tiefe und mehr Durchzeichnung. Der 4K-Transfer ist mit Standard HDR ausgestattet, das interessanterweise die teilweise eben schon überzogene Farbpalette des Films noch weiter überzeichnet und dabei Dinge zum Vorschein bringt, die man bei der normalen Blu-ray nicht erkennen kann. Zum Beispiel gleich am Anfang des zweiten Kapitels kann man bei der Blu-ray auch bereits erahnen, dass wohl aufgrund entweder
der Aufzeichnung oder dann der Nachbereitung ein leichter hellgrüner Halo-Effekt um einzelne Objekte wie den Baum im Hintergrund, aber auch den Charakter im Vordergrund steht, der natürlich bei der UHD massiv überzeichnet ist. Das sind immer wieder eben Nebeneffekte, die man bei dem HDR-Grade von dem Film auch erkennen kann. So finde ich auch, dass die Schwarz-Weiß-Ästhetik der Rückblenden, Trainingssequenzen auf der Blu-ray teilweise noch fast schicker daherkommt, wohingegen das auf der UHD richtig knallig überzogen ist und finde ich eben fast mit diesem extrem harten Kontrast noch ein bisschen mehr nach Billigoptik wirkt, als es das bei der etwas, sagen wir mal, dezenteren Blu-ray ist. Aber eines finde ich, merkt man bei Warchief definitiv, das ist ein Film, der hier ziemlich sicher mit nativen 4K daherkommt, wo man sich auch bei dem 4K-Grade des Films durchaus Mühe gegeben hat und wo es aufgrund der Schärfe und der Detailzeichnung sich definitiv auszahlt, bei dem Film auch auf die 4K-UHD zurückzugreifen, auch wenn eben wahrscheinlich bedingt durch die Strapazen und den Stress bei den Dreharbeiten nicht jede Einstellung genau gleich perfekt punktscharf ist, vielleicht vereinzelte Sequenzen auch mit leichteren, kleineren, billigeren Kameras gedreht wurden und hier leichte Schwankungen sich bemerkbar machen. Aber ich finde, man kann wesentlich mehr von den Masken und Wespen erkennen, wenn man den Film in 4K schaut und man hat etwas bessere Tiefenwirkung und vor allem eben die schöne Cinematografie und die schöne Tiefenwirkung kommt einfach im 4K-Transfer deutlich besser zur Geltung. Am Ende jedes Reviews kommt natürlich das Fazit, das sich allumfassend mit der Antwort auf die Frage beschäftigen soll, ist Warchief jetzt ein guter Film? Und die meisten meiner internationalen Kritikerkollegen würden diese Frage ganz einfach mit 4 Buchstaben beantworten. Nein! Wobei manche andere vielleicht sogar 8 Buchstaben brauchen würden. Fuck nein! Ich sehe das Ganze allerdings ein bisschen differenzierter. Für mich ist Warchief tatsächlich nicht einfach nur ein dahingerotztes Amateur-Billigprojekt, sondern ein Film, dem man seine Ambitionen definitiv anmerkt. Vor allem bei der Auswahl der Kostüme, vor allem aber auch bei den Special Effects, die für einen solchen Film recht angenehm ausgefallen sind. Natürlich haben wir hier und da deutlich als CGI zu erkennende Bluteffekte, deutliche Greenscreen-Sequenzen. Ja, die malerische Kulisse wird teilweise natürlich ein bisschen mit dem Uncanny Valley zu vergleichen sein, aber wir haben in einigen Sequenzen auch praktische Effekte, zum Beispiel bei Enthauptungen, die dann diese kurzen und zugegeben auch seltenen Momenten in dem Film optisch definitief aufwerten. Warchief ist in meinen Augen ein ambitioniertes Filmprojekt, das tatsächlich mit Leidenschaft gemacht wurde und nicht einfach nur als schneller Cashgrab. Das große Problem von dem Film ist allerdings eben trotzdem das Drehbuch, das relativ viel aufbaut, so wie es natürlich auch MMORPGs und große Fantasy-Epen und Universen wie Herr der Ringe auch machen, gerne tun, aber dass eben ein Großteil von den Elementen, die in dem Film aufgebaut werden, sich für uns Zuschauer momentan noch anfühlen wie einfaches Blabla, weil sie eben nicht irgendwie abgeschlossen werden, beziehungsweise teilweise auch wirklich nur bestenfalls marginal zur eigentlichen Handlung beitragen. Das sind ganz besonders die Palaversequenzen der Mutter, teilweise auch die Trainingssequenzen, wohingegen die tatsächlichen Aufeinanderkünfte der Menschen und der Orks alleine schon in der, wie ich finde, hervorragend visualisierten Eröffnungssequenz des Films durchaus unterhaltsam sein können. Deswegen kann ich bei dem Film Warchief ungeachtet sämtlicher miserabler Kritiken tatsächlich bei Interesse an dem Film nur empfehlen, ihm eine Chance zu geben. Ja, es kann sein, dass man am Ende wirklich enttäuscht ist, weil man den Film eben sehr schnarchig empfindet, was er auch ist. Auf der anderen Seite könnten allerdings Fans von Orks, besonders eben aus dem Herr der Ringe oder auch World of Warcraft-Universum, hier ein durchaus interessantes Fanfilmprojekt vorfinden, das aufgrund vor allem der praktischen Effekte, Masken, der interessanten Wertschätzung auch den Ork-Charakteren gegenüber mit der eigenen Sprache durchaus Elemente hat, die man wertschätzen kann, die es auch vor allem wert sind, fortgesetzt zu werden. Wer weiß, ob Stuart Brennan sein Warchief Cinematic Universe noch weiter ausbauen und vervollständigen wird können, wenn tatsächlich dann
in diesen Filmen, so wie eh auch bei Herr der Ringe, die Action mehr im Vordergrund steht und das Blabla ein bisschen mehr im Hintergrund steht, haben wir hier tatsächlich die Chance auf eine interessante Filmreihe. Warchief stellt auf jeden Fall einen durchaus sehenswerten Auftakt dar, bei dem man allerdings wirklich mit den richtigen Erwartungen herangehen kann und dann als Fantasy-Aficionado vielleicht tatsächlich wirklich seinen Spaß haben kann damit.